Inzwischen tut jeder viel. Ja, ja. Jeder Verkäufer erzählt sein Konzept das am besten. Ja, ich mache ja dann auch viel die Erfahrung, die Leute fahren ja auf das ab, was sie kennen. Mhm. Und wenn das nur, sage ich mal, nur in einem Punkt zum Beispiel, viele versuchen ja gerade bei so einer Michael Jackson Show, Michael Jackson versuchen zu imitieren im Aussehen, versuchen zu imitieren im Tanzen und im Singen. Mhm. Und ich glaube, das gelingt fast bei so einem Menschen überhaupt gar nicht. Ja. Und ich erlebe das ja selber so als Fan, dass da die Qualität drunter sehr leidet. Wobei ich mir denke, lieber Fokus auf eine Sache und dafür originell und die dafür richtig gut machen. So haben die Leute mehr das Gefühl, dass das eine richtig gute Michael Jackson Show ist, anstatt wenn ich mich versuche auf drei Bereiche zu konzentrieren. Ne? Das hat viel mit Bekanntheit zu tun. Ja. Weil Menschen mögen Dinge, die bekannt sind, die sie schon mal gesehen haben und so weiter. Ja, da haben sie ein Vertrauensverhältnis zu, ne? Kommen wir auf deine erste Frage zurück sozusagen. Alles, was neu ist, ist erstmal stimmt. Dubios. Ja, deswegen muss man quasi Beweise dafür finden, ne? Ja. Und muss diese Beweise auch immer wieder kommunizieren. Wie ein Mantra, ne? Immer wieder so. Aber ich glaube, Menschen wollen sich doch wenig beweisen lassen, oder? Wenig, weil wenn sie merken, sie liegen mit ihrer Meinung falsch, dann merken die Leute liegen ja mit ihrer Meinung in der Regel nicht falsch. Mhm. Aber es geht noch ein Stück besser. Ja. Das ist das Geheimnis. Man muss denjenigen ja nicht in Grund und Boden reden. Nö. Man kann ja sagen, das war perfekt, was kann sie gemacht haben. Kann ja auch falsch liegen. Ne? Und es ist beeindruckend, was sie da schon draus gemacht haben. Die Frage ist nur, könnten Sie sich vorstellen, dass Ihnen noch eine Schippe mehr drauf gefällt? Das ist aber ja generell bei allen Firmen so. Ne? Mhm. Also nicht nur bei Konzertveranstaltern oder Ähnliches. Firmen haben ja immer Angst vor Veränderungen. Mhm. Menschen behalten lieber das Kleine, was sie schon haben, anstatt die Chance, aber risikobehaftet zu haben, auf was Größeres. Und das ist eine ganz kaputte Denke, die in vielen Unternehmen vorherrscht. Das heißt, es hat einfach mit Verlustangst zu tun. Mhm. Hat einfach damit zu tun, dass sie glauben, okay, sie machen jetzt gerade 100.000 mit ihrem bestehenden Konzept und wissen ja nicht, ob dein Konzept 150 bringt, zum Beispiel. Oder sogar doppelt so viel. Okay. Und deswegen, ich glaube, die einzige Chance ist, zu versuchen, Beweise zu finden dafür, dass eben dieses Konzept hochwertiger und vielleicht mehr Umsatz bringt und dass man denen das irgendwie beibringt, dass man denen irgendwie sagt, anhand von dieser Erfahrung, anhand von den Ergebnissen oder Ticketverkäufen, die wir bei einer anderen Veranstaltung hatten oder wie auch immer, das kann ja ruhig klein sein, kann ja ruhig sein, dass das eine Veranstaltung ist, die normalerweise 30 Besucher hatte und jetzt durch dein Konzept zum Beispiel 130 Besucher hatte. Ja. So, ne? Ja. Und dann hat man einen Wert und den kann man natürlich auch skalieren, hochskalieren auf eine andere Veranstaltung. Wenn jetzt ein anderer Veranstalter sagt, ja, wir haben durchschnittlich 1.000 Gäste und du sagst, guck mal, mit diesem Konzept konnten wir da und da das Ganze um 300-400% steigern, jetzt mal als blödes Beispiel, dann kann er das irgendwie so, dann hat er einen Beweis. Dann ist es nicht nur eine leere Worthülse von dir. Mhm. Versprechen tut jeder viel. Ja, ja. Jeder Verkäufer erzählt sein Konzept nicht das Beste. Dass man sich quasi bewusst macht, hör zu, das, was du hast, ist cool. Ja. Aber ich habe da vielleicht noch ein paar Ideen, die könnten dich noch dabei... Und das Wort aber würde ich aus meinem Wortschatz zumindest als Verkäufer streichen. Und als und ersetzen, ne? Also wenn man sagt, das ist toll, was du gemacht hast, aber... Ja. Ist sofort eine Klatsche. Eine Negativierung, ja. Ja. Deswegen, da sollte man sich das Buch Dale Carnegie richtig reinprügeln. Mhm. Ja, Umgang mit Menschen. Das, was uns schwerfällt, ist unsere Sprachmuster neu zu definieren. Hm. Nicht aus dem Gefühl einfach nur so rauszusprechen und zu sagen, ja, aber, sondern einfach mit Bedacht unsere Worte wählen. Ne? Das sind manchmal nur kleine Worte, die machen den Deal entweder go oder no. Ja. Ja. Und da zählt oft gar nicht das logische Verständnis, sondern man ist ja so emotional eigentlich daran. Genau. Das kann ja noch so berechtigt sein, die Kritik zum Beispiel. Ja. Aber wenn du denjenigen stolz verletzt, hast du keine Chance. Ne? Ist so. Ja. Ist so. Das ist sehr, sehr spannend.